Was wir besprechen müssen, ist nichts für Kinder. Du weißt, warum ich komme. Ja. Bevor er der Welt entrückte, sagte mir mein Vater Henoch, wenn die Menschen ihren Weg so fortsetzen, wird der Schöpfer diese Welt eines Tages vernichten. Es ist also wahr, was ich sah. Wegen der Taten der Menschen wird alles Leben ausgelöscht. Gibt es keinen Ausweg? Noah, vertraue darauf, dass er so spricht, dass du ihn verstehen kannst. Also sag du es mir. Kann die Vernichtung abgewendet werden? Nein. Nein. Er schickte mich her. Wozu, wenn ich es nicht in der Hand habe, sie abzuwenden? Ist das alles, was du gesehen hast? Das Feuer der Vernichtung und diesen Berg? Nein. Kein Feuer. Wasser. Wasser? Mein Vater sagte, es käme Feuer. Ich sah Wasser. Tod durch Wasser. Ich sah Tod. Und ich sah neues Leben. Und noch etwas, Großvater. Es wurde mir etwas aufgetragen. Ich weiß es. Doch was es ist, konnte ich nicht sehen. Neues Leben. Nun, vielleicht gibt es noch mehr für dich zu sehen. Sicher? Ja. Der Sturm ist unabwendbar. Aber er kann überlebt werden. Ja. Eine große Flut wird kommen. Die Wasser des Himmels werden auf die Wasser der Erde treffen. Wir bauen ein Schiff, um den Sturm zu überleben. Wir bauen eine Arche. Thank you.
Bevor er der Welt entrückte, sagte mir mein Vater Henoch, wenn die Menschen ihren Weg so fortsetzen, wird der Schöpfer diese Welt eines Tages vernichten. Das Feuer der Vernichtung und diesen Berg. Nein, kein Feuer. Wasser. Wasser? Mein Vater sagte, es käme Feuer.